Kurz vorab hier die Auslosung, damit das halt alles mit rechten Dingen hier zugeht. Ich habe hier die Teilnehmer aufgelistet, 1 bis 5. Wir werden das Ganze mit random.org auslösen. Das machen wir dann hier auch mal kurz. 5 Teilnehmer, zack, generieren wir mal die Zahl. Es ist die 5. Wer ist der glückliche Gewinner? Es ist der Nick. Dich werde ich jetzt oder dich habe ich bereits dann kontaktiert und dann viel Spaß gleich beim Video. Mein Geschenk an euch zu Weihnachten, ein Pink Slips um 20.000 Münzen. Ich hatte ja den Facebook-Post draußen oder der ist immer noch da. Da hat Nick kommentiert oder Yannick, ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt. Auf jeden Fall, er hat gewonnen, er wurde ausgelost, das seht ihr hier auch vor dem Video eingeblendet. Genau, das Team ist das Team, gegen das er antritt. Auf der Auswechselbank haben wir noch Reus, Rooney, Ramirez, Kompanie und so weiter und so fort. Können wir natürlich gerne benutzen. Lacazette in Form, Second in Form im Sturm. Das Team hat man schon mal auf meinem Kanal gesehen, denke ich mal. Auf jeden Fall, ich lade ihn jetzt ein und dann sehen wir uns in der Partie. Gut Leute, es hat erst nicht geklappt mit dem Einladen, jetzt hat er mich eingeladen. Ich spiele mit dem Lacazette Second in Form Team. Trikotwahl sieht gut aus und dann geht's jetzt schon ab. Er hat ein 80er bewertetes Team, AAA, typischer Teamname. Modric haben wir auch, Isco als ZM, dieselbe Aufstellung haben wir auch. Es sieht sweaty aus, Coleman, Coentrao, Howard im Tor. Es wird nicht einfach, sagen wir es so, aber es ist auch nicht unschaffbar. Unser Team ist insgesamt, glaube ich, besser aufgestellt und das müssen wir ausnutzen. Komm, jetzt hier gleich mal Kaber. Oh, Howard gerade noch da, aber schon mal eine gute Chance rausgespielt. Sieht nicht schlecht aus. Da oben Lacazette, nein. Oh, quergelegt und... Komm, komm, den macht er noch, den macht er noch. Scheiße, Alter, so knapp, aber geil gespielt. Eigentlich sollte er sofort auf Lacazette, vielleicht wäre er durch gewesen, aber wir kommen hier schon mal richtig gut. Und jetzt Lacazette, wenn der vorbei ist, ist er vorbei. Den macht er rein, jawohl, komm, 1:0. Sieht schon mal mega geil aus, ey, die 20.000 bleiben bei mir, sage ich jetzt mal. Aber es kann noch viel kommen. Seine Skill-Moves sehen nicht schlecht aus, ne, die sehen schon gekonnt aus, muss man sagen. Aufpassen. So ein Tor, da erinnere ich mich, da habe ich schon mal schnell einen reinbekommen. So in die lange Ecke, wo der Keeper nicht mal dran kam. So eben schön rüber gelupft. Das war mega knapp, Alter. Nein, das sieht gefährlich aus. Alter, diese Flanken, die sind so gefährlich. Jetzt lasse ich mich nicht austricksen. Jetzt lasse ich mich nicht austricksen. Jawohl. So, jetzt versuchen wir mal was. Eigentlich sollte man ja bei solchen Spielen keine Experimente machen, aber ich spiele jetzt hier kurz zurück zu Lacazette. Der macht uns gut. Turn und der verkackt die Scheiße. Scheiße. Fuck. Nein. Nein. Alter, das muss eigentlich rot geben. Bitte nicht rot, ey. Danke, danke. Scheiße, so einen Kack mache ich nie wieder, ey. Komm jetzt, Lacazette. Der wurde gelegt. Oh, das war, ich dachte, das wäre im Strafraum. Ganz knapp, ganz knapp. Rote Karte für den Gegner. Der hatte schon gelb. Oha, ey, das tut mir jetzt eigentlich leid sogar, ne? Aber klar, man nimmt sowas immer gerne mit, aber war es gewollt, war es gewollt. Grenzwertig, sag ich mal. Also er kam schon zu spät, das hat man eindeutig gesehen. Er hat aktiv gegrätscht und das ist eine gelbe Karte, wenn Lacazette sonst vorbei ist. So, die Halbzeit ist angebrochen. Der Gegner hatte Chancen, wir hatten Chancen. Wir hatten mehr Chancen. Wir sind eindeutig besser gerade. Bessere Passgenauigkeit, mehr Ballbesitz, mehr Schüsse, bessere Schusspositionen. Komm hier, mit dem Hemd müssen wir das doch schaffen. Extra hier seriös gekleidet. Na komm, jetzt machen wir aus uns den Devil hier. Zack, Kragen hoch und dann geht's richtig ab. Ja, wo wir schon die Chance dazu haben, würde ich sagen, Benzema kommt raus. Zack, Kaber, der kommt auch raus. Zack, und Ramirez für Matuidi. Der hat mehr Pace und ist ähnlich drauf. Zack. Cool. Der Gegner bringt auch welche rein. Uche und ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, er hat sweaty Spieler reingebracht. Wir haben Spieler mit Skill reingebracht und der Skill ist fehlgeschlagen. Chikawi auch, Alter. Das ist mein Albtraum aus dem Spiel gegen FIFA-Noobs. Wenn ihr es nicht gesehen habt, einfach ein bisschen auf meinem Kanal runterscrollen. Da findet ihr das dann. Nein, Alter. Spitzer Winkel. Raus damit jetzt mal, verdammt. Fuck, nein, nein, nein. Oh, ich kam nicht raus, verdammt. Jetzt will ich da auch nicht hinwerfen. Komm, jetzt machen wir mal ganz kurz, ganz sicher. Zack, Pass und jetzt erstmal ruhig das Spiel aufbauen hier. So langsam dominiert der Gegner uns hier. Muss man echt sagen. Und wir kommen hier einfach, wir kommen hier nicht raus. Nein, verdammt.
Elfmeter! Ey, ich sag's noch gerade, wir kommen hier nicht raus und dann sowas! Ey, eigentlich ist es kein Elfmeter, ne? Wenn er da nach dem Schuss gegen uns rennt. Kacke! Ey, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Wir müssen nochmal nachlegen können. Oha, der war stark geschossen. Mann, ja komm, ey, Hamburg hat er sich jetzt eigentlich auch verdient, ne? Es sieht auch stark aus, wie er spielt, aber komm, wir müssen ja doch noch. Da muss was drin sein, definitiv. Fuck. Da choppt er sich mega stark vorbei. Alter Mann! Mann! Ey, das kann doch nicht wahr sein. Da muss doch jetzt was drin sein hier. Da lasse ich ihn jetzt aber definitiv nicht durch. Ey, ich komme hier nicht raus, ne? Ich sag's noch! Es funktioniert nicht. Ich weiß nicht, ich komme nicht dazwischen. Die gehen nicht dazwischen. Das kann nicht sein. Guck mal, der Ball hüpft da rum wie so ein Flummi. Und dann kommen da alle nicht dazwischen und Contrao haut dann so eine Wumme raus. Ne? Sowas verstehe ich dann wieder nicht irgendwie. Schieß das Tor! Komm jetzt, Reus. Alter, die Dinger müssen sitzen. Die müssen einfach sitzen. Komm jetzt. Alter, die müssen drin sein. Das kann nicht wahr sein. Komm, ein paar Angriffe sind noch drin. Reingeschickt. Ja, 90. Minute. Mann, ey, danke. Danke, Alter. Jetzt halt dieses verkackte Unentschieden, ey. Komm, da ist noch was drin, da ist noch was drin, da ist noch was drin. Den kriegt er, den kriegt er, den kriegt er. Er paced die Linie runter, Flanke. Komm, jetzt schwul, jetzt schwul. Jetzt schwul, ja, Mann. Ja, 3:2, ey. Jawoll. Ey, ja. Ey, man hat's so gerochen, ne? Man hat's einfach gerochen. Guckt euch das mal an hier, ey. Ist das... FIFA ist so scheiße. Ja, Mann, Lacazette, ey. Ey, ich freue mich gerade so, ne? Ja, Mann, geil, Alter, jetzt halten. Bitte five up, Schiedsrichter, bitte. Bitte five up, bitte. Ja, jawoll, komm, ey, das erste Spiel um Coins auf meinem Kanal gewonnen, jawoll. Ey, aber geiles Spiel, muss man echt sagen. Ich entschuldige mich jetzt hier für dieses hässliche Tor am Ende, aber komm, egal, ich habe gewonnen, ne? Da muss man sich nicht für entschuldigen. Ich habe gewonnen. 92. Minute Tore, man weiß, dass die 90. Minute scheiße ist, aber man muss ehrlich sagen, diese Querleger da oder was auch immer, ein paar Schüsse hätten drin sein können, aber von Howard kennt man natürlich, der ist ein Überbiest. Auf jeden Fall, gutes Spiel an dich, Nick oder Yannick, ich weiß nicht genau, wie du heißt, habe ich zu Beginn schon mal gesagt. Lacazette, 2 Tore, Reus hat es dann im Endeffekt nicht so gebracht, leider. Statistik, wenn man sich die anschaut, wir haben uns den Sieg chancentechnisch verdienen, muss man wirklich sagen. Wir hatten 3 Schüsse nur so richtig außerhalb vom 16er. Er hatte, also dementsprechend hatten wir 9 Schüsse im 16er, die nicht alle aufs Tor waren. Ich wollte gerade sagen, alle aufs Tor. Er hatte 5 aufs Tor, 4 davon im 16er und 2 Tore da rausgeholt. 1 Elfmeter, rote Karte für ihn vielleicht auch nicht so verdient. Auf jeden Fall der Krage, ne, der sitzt 1A. Auf jeden Fall danke dann fürs Zusehen, war ein krasses Spiel. Ja. Daumen hoch wäre geil und dann bis zum nächsten Mal.